Wollen wir mal gucken, was da so kommt. Wir haben ja den Schlüssel, den Würfel. Mein Gott, warum sage ich immer Schlüssel? So, jetzt gib uns mal schnell einen Goldraum irgendwie. Ja, ich verstehe echt nicht, warum Curse Up jetzt so schnell wieder weg war. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Oh nein. Das hasse ich zum Beispiel auch, wenn man diese Karten aufnimmt. Dann kriegt man nämlich... Bleibt man nämlich kurz stehen. Okay, da wollen wir nicht hin. Ach, fuck, ey. Mein Gott, lass ich mich hier trollen von diesen scheiß Stacheldingern, ey. Glaub's ja nicht, ey. Rein da, Kamikaze. Ja, da kannst du dir sonst wohin stecken. Teleport. Das ist ja auch wieder richtig geniale Items hier am Start. Boah, da musst du auch richtig aufpassen hier, ey. So. Ich hoffe, wir finden jetzt nochmal eine Pille. Die eine oder andere. So, hier war nichts, aber unser Würfel hat sich wenigstens aufgeladen. Ach, Mann. Genau so ein Trottel manchmal. Könnte ich mich auch für ohrfeigen. Ja, gut. Gut, dass diese Mobs ja unsere Lieblingsgegner sind. Also ich, wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, was der kleine Chat hier kann. Vielleicht kann es ja mal einer in die Kommentare schreiben, wenn er das weiß. Ich meine, ich könnte es auch nachgucken. Ich glaube, da werde ich auch gleich mal machen. Diese Viecher sind auch nicht so great. Ach. Komm schon, sterbt. Sterbt. Okay, kaputt. Gib mir ein blaues Herz und eine Trollbombe. Okay. Gut. Das war knapp. Wir könnten jetzt nochmal den Teleport neu würfeln oben. Das machen wir auch. Warum habe ich das nicht sofort gemacht? Ich noob. Jetzt wieder ein Raum verschwindet hier von unserem... So, Pille. Tears down, ne? Tears up. Jawohl. Sehr schön. So, wir gehen jetzt mal hier oben kurz zum Goldraum. Machen nochmal hier den... Würfeln wir nochmal neu, das Item. Dann wollen wir mal gucken, was da so Dolles drin ist. Boah, das ist aber auch immer knappe Geschichte hier. Der Spelunker-Helm. Ja, wir könnten damit durch Türen sehen. Das heißt, wir sehen ab jetzt jeden Secret-Raum. Wenn wir den, wenn wir in demselben Raum sind. Da zum Beispiel ist einer. Zack. Ist ein cooles Item. Können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Münzen haben wir auch ziemlich viele. Wir sollten auf jeden Fall mal in den Shop jetzt demnächst mal reingehen. Mal gucken. Oh, hier diese Viecher sind natürlich auch echt scheiße. Boah, das ist aber auch immer echt sehr knapp. Oh nein, jetzt sterben wir, jetzt sterben wir. Oh, wie die uns eingequetscht haben, diese Spinner, ey. Ah, leck mich doch am Arsch, ey. Das war aber nicht cool. So, mal gucken, was haben wir hier? Ach komm, da spielen wir mal ein paar Mal. Give up. Natürlich. So, ein blaues Herz. Sehr schön, da sage ich nicht nein zu. Nein, you will die alone. Werde ich nicht. Ich habe ja meine kleinen Viecher hier dabei. Noch ein blaues Herz. Ey, das ist doch mal schön. Die Isaac's Fork, die nehmen wir mit. Ist nicht das beste Item, aber... Ah, give up. Ich gebe immer noch nicht auf. Nein, go outside mache ich auch nicht. Mache ich auch nicht. Komm, einmal noch. Okay. Es soll nicht sein. So, wir gehen erstmal im Shop gucken, was es da so Dolles gibt. Das ist einmal zwei Trinkets. Damit können wir zwei Trinkets haben. Und einmal das Herz. Das Herz nehmen wir schon mal mit. Wir werden gleich nochmal, glaube ich, den Shop neu würfeln. Wenn wir nämlich diesen einen Raum hier gemacht haben. Wie soll ich denn da hinkommen? Ohne getroffen zu werden, Mann. Ey, ihr seid auch nicht ganz dicht, oder? Game? Was ist los mit dir, Spiel? Spinn's auch ein bisschen, oder? Wow. Wow.
Wow. Boah, das ist aber auch hier immer eine knappe Geschichte hier in diesen engen Gängen mit diesen Scheißviechern. So, einen Schlüssel brauchen wir. Wir gehen nochmal im Shop vorbei. Aber warte mal, nee, das machen wir noch nicht. Weil dann müssen wir ja, verlieren wir ja wieder ein Herz. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ach, leck mich doch, ey. Ganzen blauen Herzen alle zunichte gemacht hier. Schade, dass man keine Gegner neu würfeln kann mit dem Würfel. Die würde ich mir auf jeden Fall sofort wegwürfeln. So, hier haben wir schon mal einen Mini-Boss. Wollen wir den machen? Wollen wir nicht machen. Den lassen wir mal beiseite. Ah, hier ist natürlich nicht der Bossraum. Toll. Das heißt, wir verlieren nachher auf jeden Fall noch ein halbes Herz. Das ist immer cool. So, okay. Das heißt, wir gehen jetzt zurück. Kommen wir. Jetzt die Frage. Machen wir lieber den Shop nochmal neu oder machen wir nochmal lieber... Also das ist ja wohl echt die größte Verarsche aller Zeiten hier, ey. Mit diesen Stacheln, ey. Das ist ja wohl echt... Das Book of Revelations. Nehmen wir mit. Ein Herz. Danke. Hat sich gelohnt. Könnten wir auch permanent jetzt mitnehmen eigentlich. Wir könnten ja mal ein Leertaste-Item auch einfach mal behalten. Aber da wollen wir nicht. Wir versuchen es mal mit dem Würfel komplett. Vielleicht nachher, später im Verlauf, mal ein anderes Item. Aber jetzt versuchen wir es erstmal mit dem Würfel. So, ab zum Boss. Was haben wir hier? Krieg. Ja, Krieg. Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh mein Gott. Okay, den habe ich noch nie gemacht, den Boss. Ich habe keine Ahnung, was der jetzt anders kann, aber anscheinend, anstatt Bomben zu spucken, spuckt er jetzt hier diese Laserstrahlen, denen man auch nicht irgendwie so super geil ausweichen kann eigentlich. Boah! Okay. Okay. Boah, alter Schwede, was ist denn mit dem los? Der spinnt ja mal ein bisschen doll. Einfach mal hier auf Range halten. Wow, wow. Wow, okay, er ist tot. Das war's, mehr nicht, oder was? Nur den Cube of Meat, kein Erfolg, gar nichts. Ah, lecken. Gut, egal, wir haben unseren Meat, Cube of Meat schon mal aufgerüstet. Jetzt kann er auch schießen, endlich. Okay. Ja, das geht wieder in die Liste der supergeilen Momente ein hier in Binding of Isaac. Das hast du wieder richtig great gemacht, Perik. Dafür kriegst du auf jeden Fall einen Orden. Wenn nicht sogar zwei. Das war ja wieder mal echt eine richtig tolle Aktion. So, Tarotkarte. Justice. Sehr schön, her damit. Was haben wir hier? Hier ist schon mal der Goldraum direkt. Jawohl, das heißt, wir können gleich würfeln und uns von einer Fliege treffen lassen. Das ist great. Das ist richtig great. So, hier halbes Herz, her damit. Mams Schlüpper. Mams Schlüpper gibt, glaube ich, Range, wenn ich mich nicht täusche. Das wollen wir nicht. Dann haben wir jetzt Zitrone. Gut. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Hat sich richtig gelohnt, das Item zu benutzen. Ui. Unser Meatboy, glaube ich, gerade einen Schuss abgefangen. Vielleicht können wir ja nochmal neu würfeln. Wenn wir jetzt hier... Schlüssel könnten wir eigentlich mitnehmen, wenn wir noch einen Schlüssel bräuchten. Aber ich sehe schon, wir brauchen hier eine Bombe. Also dieses graue Viech verschwindet auch, wenn wir alle Gegner im Raum kaputt gemacht haben. Automatisch. So, hier haben wir schon mal ein blaues Herz und hier kriegen wir noch eins. Ne, eine Kiste. Hm, toll. Ich dachte, wir kriegen ein blaues Herz. Okay, diese Gegner sind scheiße. Richtig scheiße. Diese Gegner sind übelst scheiße, weil sie sind übelst schwer und machen übelst Aua. Man muss versuchen, einen einzeln irgendwo hinzulocken und den dann tot machen. So. So, und dann zack. In den Rücken rein. So, was haben wir hier? Ist ein Arcade-Raum. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht, wollen wir nicht, wollen wir nicht, wollen wir nicht. Mit den Fliegen kann man auch ziemlich leicht getroffen werden, wenn man davon mehrere auf einmal kaputt macht.
Was war das? Achso, der gibt uns jetzt Herzen. Okay. Da hat er uns, glaube ich, zum ersten Mal ein Herz gegeben. So, wir müssen die hier irgendwie hier oben hinlocken. Und dann... Hätte mich auch gewundert, wenn ihr mich nicht trefft, ihr kleinen Spastis. Sehr schön. So. Bossraum machen wir erstmal. Ach, die Mutter, okay. Okay. Mutti. Vielleicht können wir sie ja benutzen, um hier. Genau, Dankeschön. Das wollte ich doch. Die blaue Mutter macht einfach nur andere andere Gegner. Ach, hat uns echt diese scheiß Klaue von der getroffen? Oh mein Gott. Sehr schön, so. Komm schon. So, komm schon, stirb, Mutti. Sehr schön, die Mutter ist tot. Wir kriegen Breakfast. Breakfast nehmen wir mit. Gibt uns nämlich HP. Können wir überhaupt noch zurück? Weiß gar nicht. Ah, wir können nicht zurück? Ah, scheiße. Okay, das ist ärgerlich. Das wusste ich nicht. Das habe ich natürlich echt nicht gewusst. Ah, das ist ärgerlich. Jetzt kriegen wir nämlich keine Items mehr. Weil wir jetzt hier schon in dem Tomb sind. Rump, eher gesagt. Gut, das ist natürlich scheiße. Full Health Pille? Die können wir gebrauchen. So, den Gehirnboy hier machen wir Dote. Dote machen wir den. Komm schon. Stirb. So, die Full Health Pille. Das ist auf jeden Fall schon mal mega krass. Was haben wir hier? Justice nehmen wir mit. Gib uns Sachen. Dankeschön, Dankeschön. Das nehmen wir doch gerne in Empfang. So, was haben wir hier? Diese scheiß Herzen. Wenigstens ohne die Schädel, ey. Mit den Schädeln sind die nämlich echt kein Spaß. Ansonsten sind die so wie diese anderen Viecher, die immer in alle Himmelsrichtungen ballern. Die halten vor allem so viel aus, ey, diese Scheißherzen. So ein Herz muss man doch einfach kaputt machen können. Ist doch nichts dran. Ja, diese Viecher haben eine ziemlich beeindruckende HP-Leiste. Wenn man sich das anguckt. Zack, da ist auch der Boss. Das heißt, da können wir gleich direkt reingehen. Zack. Pille haben wir ja auch noch. Das ist richtig great. Und einen Schlüssel haben wir auch noch. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Den Headless Horseman. Ja, gut. Das Pony können wir, glaube ich, auch nicht neu würfeln. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, es geht nicht. Bei dem Boss muss man ganz am Rand am besten, damit wir nicht gecharged werden. Sehr schön, der ist schon mal tot. Und jetzt noch das kleine Pony. Pony Bony. So, eigentlich brauchen wir das Pony. Wir können ja mal versuchen, es neu zu würfeln. Ist ja sowieso nur noch eine Ebene. Können wir auf jeden Fall mal versuchen. Stirb. So, da haben wir schon mal wenigstens das. Oder wir gehen mal in den Teufelsraum und gucken mal, was es da so gibt. Wollen wir da mal neu würfeln? Wollen wir das? Wollen wir das? Ich weiß es nicht. Nein. Wir versuchen einfach mal, das Pony neu zu würfeln. Komm. Okay. Es geht nicht. Ja, das habe ich mir ja schon fast gedacht, dass es nicht geht. Weil der Boss ja immer dieses Item droppt. Oh, scheiße. Gut, erstmal diese Gehirne hier. So. Zack, stirb, 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 stirb. Stirb, Gehirn. Stirbgehirn, das sind ja gar keine Gehirne, das sind ja Gedärme oder sowas. So. Hier ist der Secret-Raum, den können wir gleich mal gucken. Wir machen erstmal noch einen Raum.